Wenn wir über den Missbrauch in der Psychiatrie sprechen, dann scheint es zunächst so, dass es sich hierbei um eine Disziplin handelt, bei der es nirgendwo so leicht ist wie bei dieser, sie missbräuchlich anzuwenden, so häufig der Missbrauch stattfindet und in den Auswirkungen auch so dramatisch und so gefährlich ist wie in diesem Bereich. Ist das nun etwas, was einfach mit einer vielleicht fehlenden oder fehlerhaften Ausbildung der Mediziner zusammenhängt? Oder gibt es eine tiefere Ursache, gibt es einen quasi Systemfehler bei diesem ganzen Thema? Und das ist genau das, worüber wir uns im folgenden Gespräch unterhalten wollen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Ich müsste es jetzt etwas spezifizieren. Wir wollen es über die Psychoanalyse unterhalten. Ein Bereich, der sehr viel Vorschusslorbeeren seit vielen, vielen Jahrzehnten behandelt wird und betrachtet wird als eine ganz wichtige medizinische Disziplin gilt und bei der vor dem Hintergrund die kritische Auseinandersetzung etwas ist, was schwierig ist, wo man sich auch nicht unbedingt Freunde macht. Vielleicht als Einstieg in den Themenbereich, wie kam es dazu, dass du dich persönlich befasst hast mit der Psychoanalyse und dabei über Dinge gestolpert bist? Ist das dir ja wahrscheinlich im Rahmen deines Studiums so nicht beigebracht worden? Wie kam das kritische Nachdenken zustande bei dir? Also du hast anfangs mit Fug und Recht angesprochen, die Missbrauchsfälle, die es in letzter Zeit in der Psychiatrie gegeben hat. Und das war ja auch das Thema eines früheren Interviews, das wir hier am Ort geführt haben, bezüglich der Fälle Steuerfahnder in Frankfurt um Schmenger oder um den Teppichexperten Hermann oder um die Polizistin, Mutter von vier Kindern, Kowalewski, der ihre vier Kinder über falsch gestellten Diagnosen entzogen worden sind. Oder um diesen eklatanten Fall des Gustl Mollert, genau. Der 7,5 Jahre als gesunder Mensch in der Psychiatrie verschwunden ist. Und vorausgegangen aber ist eine Beschäftigung. Ich selbst konnte ja in diesem Fall diesem eklatanten Unrecht entgegentreten durch Gutachten. Vorausgegangen ist meine Beschäftigung mit den theoretischen Hintergründen, die es in dem Fachgebiet gibt. Und da unter anderem mit der Psychoanalyse. Ich meine, sie trägt ganz wesentlich zu solchen Missbräuchen und zu der Bereitschaft auf dem psychiatrisch-psychologischen Gebiet bei, dass es überhaupt zu solchen fahrlässigen Diagnosestellungen in letzter Zeit gekommen ist. Also wir reden schon von so einem Art Systemfehler. Es ist nicht eine vielleicht fehlerhafte Ausbildung der Kollegen, sondern es ist, die Ursachen liegen letztendlich tiefer. Wenn die beides. Beides. Es ist natürlich, es wird dann auch transportiert in die Ausbildung der psychiatrisch-psychologischen Experten hinein, aber es ist systematisch angelegt von vornherein. Die Psychoanalyse ist untrennbar verbunden mit Sigmund Freud, mit einem Wissenschaftler, bei dem ich jetzt mal unabhängig, wir gehen ja jetzt gleich auch sehr intensiv in die Lehre ein, bei dem mich jetzt als allererstes interessieren würde,
Was sind denn bei ihm nachweisbare Behandlungserfolge gewesen? Wer also tätig ist auf dem Gebiet und ein ganzes neues Lehrgebäude entwickelt hat, von dem würde man ja auch eine entsprechende Bilanz erwarten können, müssen, sollen. Wie sieht es damit aus? Tja, das ist eigentlich die Ungeheuerlichkeit, dass von den bekannten Lehrbeispielen, die Freud in seinen beschriebenen Fällen vorgestellt hat, bekannt wurde, dass kein einziger von ihnen, von ihm behandelt, geheilt wurde. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zuhauf, die feststellen, dass die Psychoanalyse in keiner Weise sich bessere Resultate vorzuweisen hat als andere Verfahren. Und meine eigenen Erfahrungen, der ich ja selbst über 2 Jahre eine Lehranalyse an einem angesehenen Ausbildungsinstitut mitgemacht habe, ist, dass das Ergebnis eigentlich eine glatte Null war, es zu erreichen allerdings eine Menge Geld gekostet hat. Jetzt ist das ja erstmal etwas, was extrem überrascht. Also wenn ich mir die großen Entdecker, die großen Wegbereiter von wissenschaftlichen Erkenntnissen anschaue, dann hängen diese Dinge ja, also wie sieht denn das konkrete Resultat in der Gegenwart aus oder in der Praxis aus, nicht in der Gegenwart, in der Praxis aus, in seiner damaligen Gegenwart, immer ganz eng damit zusammen. Also wenn all die Berechnungen von Pythagoras Blödsinn wären, würde man heute die Dinge nicht mehr lernen müssen. Und man könnte sie vor allen Dingen nicht in der Praxis anwenden, was noch viel wichtiger ist. Also da hat sich im Praxistest herausgestellt, dass die Dinge funktionieren. Wie konnte sich denn das entwickeln? Ist das bei ihm und bei seinen Annahmen pure Spekulation? Sind das Dinge, die er sich quasi, ich sage jetzt mal, etwas hart aus den Fingern gesogen hat? Oder wie muss man das sich vorstellen? Ja, so muss man das eigentlich einschätzen. Freud war allerdings von einer blendenden Rhetorik. Er konnte sich gut verkaufen. Er stieß mit seinen Annahmen zwar anfangs, vor allem in Deutschland, Österreich, auf viel Zweifel, vor allem bei den Psychiatern und in der Gelehrtenwelt. Aber 1909, nach einer Gastvorlesung an der privaten Clark University in Massachusetts, fuhren die Amerikaner in erstaunlich großem Umfang auf ihn ab, vor allem die linksliberale Presse, die Zeitungen. Und so kam er mehr und mehr zu einer breiten Wirkung auch im amerikanischen Geistesleben. Seine Lehren kamen schnell oben auf, insbesondere nach 1933 durch die Auswanderung der großenteils jüdischen Psychoanalytiker aus Nazi-Deutschland. Du hast jetzt, wir kommen auf den Punkt noch zu sprechen, angedeutet, 2 Sachen, die extrem spannend sind. Mit der Vorlesung in den USA ist es die Medienlandschaft, ist es also eine politisch induzierte, sagen wir mal, Perzeption einer solchen Lehre und nicht die Wissenschaft, die dort sagt, also das Ganze hat Hand und Fuß und darüber mit dieser Lehre eröffnet sich eine neue Perspektive in der Therapie, sondern es war eher etwas, was wir später wieder erleben, wo die Politik letztendlich eine große Rolle spielt. Ja. Ist denn diese etwas zurückhaltend, um es höflich zu sagen,
Perzeption in der Wissenschaft etwas gewesen, was in Europa ebenfalls stattgefunden hat? Gab es da eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was er postuliert hat? Ja, vor allem in Deutschland stieß Freud auf harte Kritik. 1913 gab es einen großen Psychiaterkongress in Breslau, bei dem sich die versammelten Psychiater aus dem ganzen Land unisono gegen Freud ausgesprochen und seine Lehren als Flop zurückgewiesen haben. Aber nach 1945 sah es natürlich anders aus. Da schwappte die amerikanische Begeisterung natürlich auch hierüber. Hier herüber. Es ist nochmal eine andere politische Gesamtsituation, nur weil du das auch, damit das auch deutlich wird, die Kritiker, die sich 1913 gegen ihn gewendet haben, das hatte jetzt nichts mit irgendeiner religiösen Animosität zu tun. Du hattest unter diesen Kritikern auch berühmte jüdische Wissenschaftler, die genauso gesagt haben, dass das Blödsinn ist, was er da entwickelt hat. Völlig richtig. Freud aber ritt von Anfang an auf der Schiene des antisemitische Sentiments gegen ihn gestanden hätten und stünden. Das gab es natürlich auch. Freud selbst war vom Antisemitismus persönlich auch massiv betroffen. Vier seiner Schwestern kamen in KZs ums Leben. Aber nicht 1913. Also die Kritiker 1913, das ist alles später. Eben alles unter den Nazis dann. Ja. Und er selbst entkam in ihnen nur knapp. Aber das war eine Schiene, auf der er dann letzten Endes erfolgreich vorankam. Ja. Und vor allem seine Apologeten, seine Unterstützer taten das reichlich. Lass uns einfach am Einstieg nochmal, weil das nämlich auch für mich etwas ist, was ich durch die Vorbereitung, durch dich lernen konnte, überraschend war, was ich nicht wusste, dass eines seiner zentralen Bausteine der Lehre etwas gewesen ist, von dem er unmittelbar zuvor noch das Gegenteil behauptet hat. Ja, richtig. Du sprichst den Ödipus-Komplex an, der ja nun einmal ein zentrales Axiom von Freud geblieben ist bis heute. Er entwickelte ihn 1897, ein Jahr vorher, vertrat er vor den versammelten Psychiatern und Neurologen Wiens das exakte Gegenteil, nämlich die Verführungstheorie, die besagt, dass die Kinder im frühen Kindesalter alle von älteren Personen, vor allem den Vätern, sexuell missbraucht würden. Seinen eigenen Vater nahm Freud ja nicht aus. Und daraus entwickelt sich dann die Störungen später, also mit der neuen Version, ein Jahr später, 1897, mit dem Ödipus-Komplex, verlegte er diese äußeren Ursachen, Verursacher, nach innen in die sogenannten polymorph-perversen Wünsche und Fantasien der Kinder selbst. Und er... Also er war jetzt für sich selber, wenn er da seinen eigenen Vater nicht ausnahm, also ein Missbrauchsopfer. Freud hielt seine Schwestern für hysterisch und also aus der Schlussfolgerung muss es der Vater gewesen sein, der sie dann verführt hätte. Zunächst verführt hätte, ein Jahr später, aber das Gegenteil. Dass die Schwester quasi den Vater verführt hat. Ja. Und deswegen jetzt hysterisch wurde. Sozusagen, ja. Denn man müsste diese Fantasien und Wünsche überwinden und die Kinder, die das eben nicht schafften, die würden dann von solchen Störungen befallen. Das ist die immer noch geltende Theorie, die auch heute vertreten wird. Nicht so offen ausgesprochen, aber im Grunde genommen bleibt es dabei, ist es dabei geblieben. Die Aussage ist ja eine generelle.
Es ist ja nicht so, also wenn er von dem Ödipus-Komplex spricht, ist es ja nicht etwas, was ich mir quasi als Kind aussuche, will ich oder will ich nicht, sondern ist es ja etwas, was ja, quasi jeden, ja, gesetzmäßig in Anführungsstriche ist, befällt. Jeden also betreffen. Wie die Schwerkraft. Vor allem natürlich den Knaben. Ja. Ja. Was bedeutet, oder was ja letztendlich dann in irgendeiner Weise auch mal zu beweisen gewesen wäre, denn was ist dann, wie haben diejenigen, ich bleibe jetzt mal in dem Gedankenbeute drin, wenn jeder heranwachsende Junge von einem solchen Ödipus-Komplex befallen wäre und keine Störung entwickelt, wie ist denn da dann die automatische Heilung erfolgt? Also denn, wenn alle betroffen sind, müssten ja alle irgendwelche Symptome aufzeigen. Es gehört zu den vielfältigen Widersprüchen, die in dieser Lehre enthalten sind, die nie gelöst wurden, aber die munter vor sich hingetragen wurden und vertreten wurden, in vielen Variationen, ein bisschen nach links oder nach rechts geschoben wurden, aber bis heute herumgeistern und an der Reputation Freuds eigentlich nichts verändert haben, die neuerdings jedenfalls in hoher Blüte steht, wie du schon angedeutet hast, politisch hochgeschwemmt von den Medien. Also wir haben eine Entwicklung, wo jemand letztendlich ohne irgendwelche nachweisbaren medizinischen Ergebnisse eine reine verhaltensmäßige oder noch tiefer liegende Spekulation in die Welt setzt und dafür berechtigterweise dann auch von den Kollegen schon relativ früh massive Prügel bezieht. Wenn du sagst, das ist 1913 gewesen, das ist ja noch im Kaiserreich. Das ist also eine Zeit, wo man sich dann nicht auf das Antisemitismus-Ticket setzen kann, sondern da hat er einfach die Prügel bekommen, im Übrigen auch von israelischen, also von jüdischen Kollegen, nicht richtig, israelischen. Von Wissenschaftlern. Die gesagt haben, das ist alles Spekulation. Ja. Ja. Gibt es denn, also wenn man sich darüber im Klaren ist, dass Ödipus-Komplex also ein vielleicht es das auch mal geben könnte bei jemandem, das kann man ja gar nicht ausschließen. Aber ist es denn so, dass man den Eindruck haben muss, dass die Dinge, die in seinem privaten, persönlichen Umfeld stattgefunden haben oder die er sich so zurechtgereimt hat, dann zu dem Fundament einer ganzen allgemeingültigen Lehre wurden? Ja, da gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Freud in jungen Jahren seine Mutter mal nackt gesehen und das als Beispiel nimmt, wie ein Knabe eben Begehrlichkeiten auch gegen Muttern empfinden könnte. Sie war jung, der Vater war sehr viel älter. Ob das eine Rolle spielt, man weiß, dass Freud stand mit seinem Vater nicht gut. Aber wie gesagt, von vornherein ist die Konstruktion so, im Grunde hanebüchen, dass man sich nur wundern kann, dass es doch so viel Anklang gefunden hat und eben nach 1945 durchwegs auch bei den führenden Geistern unseres Landes. Natürlich immer unter politischem Druck. Ja. Also wir haben jetzt eine Situation, wir haben jetzt über den Ödipus-Komplex gesprochen, als einem der zentralen Bausteine. Jetzt unterstellt mal, es gäbe eine solche Situation. Was wäre denn dann die von Freud anempfohlene Therapie in dem Fall? Was heißt denn hier das Thema überwinden? Also wie kann ich das denn, wenn es wirklich einen Missbrauch gegeben hat, wie kann ich das heilen? Ja, also diese Fantasien, Wünsche, polymorph pervers, die würden ja ins Unbewusste verdrängt werden, das ist auch ein zentraler Baustein. Und wenn sie so im Unterbewusstsein brodelten, dann müsste sie durch die Analyse, und das könne eben nur er oder seinesgleichen, zum Bewusstsein gebracht werden und damit aufgelöst werden.
man kann sich nur wundern, wie das gehen soll und wie das funktioniert. Aber ja, die logischen Erklärungen sind vielfältig, aber allesamt, ob stichhaltig, steht dahin. Also wenn man sich das vorstellt, dass es einen jetzt wirklich ganz konkreten Missbrauchssituation gegeben hat, nehmen wir mal, wenn das mit seiner Schwester wirklich stimmt, das können wir heute nicht sagen, aber und das mal unterstellt, dann besteht ja in der, ich sag mal, in dem Verdrängen dieser schlimmen Erfahrung, die dann ein Kind, ein Mädchen hat machen müssen, Junge genauso, im Zweifelsfalle auch eine sehr heilsame Form, mit diesen Dingen klarzukommen. Also die Vorstellung, ich muss das alles noch einmal durchleben, ich muss das Ganze ins Bewusstsein holen und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, die ist ja, also die ist, Entschuldigung, grottendämlich. Also ich kann überhaupt nicht, wenn man sich... Aber es wird vertreten, das ist gängige Praxis und sie wird ja auf den Krankenkassen hoch bezahlt. Eben, weil es politisch unterstützt wird. Also diejenigen, es gibt ja Leute, die sich sehr erfolgreich mit Missbrauchsopfern befassen und da ist Zurückholen dieser Erinnerung allenfalls der erste Schritt, um dann wirklich in die Heilung, in eine Therapie zu kommen, aber zu sagen, jetzt weiß ich, das war so. Und jetzt ist alles gut. Das hat ja noch nie zu irgendeiner wirklichen Heilung oder einer Lösung dieses Konfliktes geführt. Also diese Thesen sind natürlich auch bis heute umstritten und werden vielfältig auch angezweifelt. Aber sie werden im Kern dennoch aufrechterhalten und sind eben das Kernstück alles dieses therapeutischen Vorgehens und viele andere Verfahren, die sich noch draufsetzen, davon abgeleitet werden. Jetzt, das Unbewusste muss zutage gefördert werden. Und Traumen müssen möglichst sofort oder auch nach Jahr und Tag aufgearbeitet werden. Sie dürfen gar nicht erst ins Unbewusste absetzen, sonst entstünden eben noch Traumen ums noch und nöcher. Und immer schlimmer, darauf beruht ja auch der ganze gegenwärtige Kult der psychologischen Sofortmaßnahmen, die sich gerade in den letzten Jahren vermehrt haben, wie noch und nöcher. Was ist das, was, also wenn man dieses Gebäude, wo man einfach sagen würde, gut, das ist schwer nachzuvollziehen, es ist wissenschaftlich nicht im geringsten belegbar, es gibt keine Heilungserfolge, also an sich ein vernichtendes Ergebnis, auch wenn wir das jetzt etwas verkürzt zusammenfassen, aber da gibt es genügend Literatur. Wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe mal davon aus, dass das, dass ich mit einer solchen Pseudolehre arbeiten kann, was macht sie so anfällig für den Missbrauch? Was ist das Reizvolle für politisch induziertes Denken, zu sagen, ich habe hier ein Instrument in der Hand, mit dem ich Menschen unterdrücken, beseitigen, kaltstellen kann? Den Zusammenhang sehe ich noch nicht so richtig. Also zuerst einmal, was macht die Psychoanalyse doch so attraktiv, dass sie doch von vielen Leuten landauf aufgesucht wird? Es ist vor allem, dass natürlich das Gespräch, kurz oder auch längeres Gespräch, oft heilsam ist und viele Menschen wirklich seelische Not leiden und wir alle wissen, wie heilsam ein menschliches Wort von dir zu mir und mir zu dir oft sein kann, neue Horizonte eröffnet. Und
Das ist einer der Tricks der Analytiker gewesen, dass sie ihr Dogmengebäude immer mit dieser allgemeinen Wirksamkeit des menschlichen Gesprächs zur Deckung brachten und anerkannt bekommen, Psychotherapie gibt es eben nur auf sogenannt wissenschaftlicher Basis. Und als wissenschaftliche Basis gilt das Opus Freuds, das eben nicht den geringsten die geringste Wirksamkeit aufzuweisen hat über diese allgemeine Wirksamkeit des Gesprächs von Mensch zu Mensch hinaus. Dafür bräuchte ich über das ganze Gebäude nicht. Das ganze Gebäude nicht. Ja. Ist richtig. Ja. Nur, es gewährt auf jeden Fall längere Intervalle. Intervalle. Ja, ja, ja. Und das allein ist gut. Das hilft Menschen. Ja. Es hilft einerseits natürlich den Menschen, Und es hilft den Therapeuten. Es hilft natürlich einer ganzen Branche. Ja. Es ist aber im Grunde genommen das, was ein wirklich guter Seelsorger, ein wirklich guter Gesprächspartner, der zuhören kann, der eine gewisse Lebenserfahrung und hat in gleicher Weise. Auch Böte. Böte, theoretisch. Ich meine schon, dass die eine gute therapeutische Ausbildung, aber die müsste eigentlich erst wirklich erfunden werden, um herauszusehen, welche Elemente wirklich hilfreich sind und welches wirklich abgewischt werden könnte, zur Seite gehen. Also jedenfalls vom Oedipus-Komplex, von dem müsste man sich endgültig verabschieden, von ähnlichen grausen Vorstellungen. Ja, ja. Ja, aber viele Menschen brauchen Rückversicherung, Bestätigung, Anerkennung für ihre... Ich kann mir auch, weil du sagst, das ist ja so etwas, was dann auch eine regelrechte Mode in den USA wurde, ja. Wo ja jeder Zweite quasi seinen eigenen Psychiater hat, was natürlich einerseits, was du ansprichst, einfach so diese Gesprächssituationen auf die Art und Weise schafft, andererseits natürlich auch eine Branche am Leben hält, also dass man da das Interesse auch seitens der Therapeuten hatte, zu sagen, naja, wenn es nach 5 Sitzungen noch nicht genügend aufgearbeitet wurde, das Thema, dann müssen es eben 15 sein oder 20. 200. Oder 200, dann geht man einmal die Woche oder alle 14 Tage dahin und ist dann Dauergesprächspartner. Hat jemanden, der einem zuhört, vielleicht hat man das zu Hause nicht. Ja. Das sind ja alles gute Sachen, ja, ja. Die aber natürlich mit Wissenschaft an sich gar nichts zu tun haben. So ist es. Ja. Wenn das erklärt die Attraktivität, darauf hast du hingewiesen, die Attraktivität für eine ganze Branche, erklärt auch eine gewisse Attraktivität für die Menschen, die einfach niemanden haben, der ihnen bezahlterweise eine Stunde oder länger zuhört. Auch das ist sicherlich etwas Positives. Ja. Ja. Zu deiner Frage von vorhin, wieso wird gerade die Analyse politisch so interessant und warum wird sie von den Politikern, von unserer gesamten politischen Klasse so inständig gepusht, gefördert. Die amerikanische Psychiatrie, ich sagte es schon, fuhr von vornherein für seit langem auf Freud ab. Und Freud selbst hat Kritiker, Andersdenkende immer freizügig mit psychiatrischen Titeln belegt, sie abgewertet damit. Und das hat sich auch in der amerikanischen Psychiatrie durchgesetzt. Dort tauchten zum ersten Mal auch Missbrauchsfälle, nicht zum ersten Mal, es gab auch andere, Missbrauchsfälle auf, die die amerikanische Psychiatrie und amerikanische Psychiater in höchste Kalamität gebracht haben, zu massiven Strafzahlungen und so. Und deswegen rückten eigentlich die amerikanischen Psychiater auch von dieser ursprünglich ganz auf Freud ausgelegten Diagnostik ab und schufen ein symptombezogenes Diagnostikmuster. Aber das war im Grunde genommen auch eine Fortführung
des alten Denkens unter neuem Label. Mit neuem Etikett, ja. Etikett, ja. Unter Symptomen, wenn man die gleichen ursächlichen Vorstellungen der Mitte verbindet, ja, da kann man diese Vorstellung natürlich weiter feiern. Und so ist es passiert, dass es auch weiterhin, auch in Amerika, groteske Fehlentwicklungen in dem Fach gegeben hat, bis hin zu dem False Memory Syndrom, in dem Patienten, Klienten Erlebnisse aufgeschwätzt wurden, die angeblich verdrängt gewesen sind, mhm. Und damit auch den Angehörigen Schrecklichkeiten angetan wurden, etwa auch den Patienten eingeredet und der Vater hätte sie vergewaltigt. Alte urfreudsche Vorstellungen. Also, und viele Leute damit auch ins Gefängnis gekommen sind, von den Schadensersatzansprüchen dann ganz abgesehen. Also ja. Hier blitzt jetzt zum ersten Mal, und jetzt wird das Bild auch rund, eine Möglichkeit auf, wenn du sagst False Memory, ja. Also ich lege einem Patient oder einer Patientin Erinnerungen quasi in Drücke den sie Mund, auf, ja. oktroyiere sie, die von ihr oder von ihm gar nicht stammen, ja? Sondern die ja entweder in dem Fall wirklich die perverse Fantasie des Therapeuten ja. sind, aber damit natürlich noch ein ganz anderes Fass aufgemacht wird und damit natürlich ein Instrument und ein Hebel in die Herrschenden in die Hand bekommen, mit einer solchen Geschichte zu arbeiten. So ist es. Damit wird der Missbrauch eines Pseudomissbrauchs oder eines eingeredeten Missbrauchs natürlich ausgesprochen praktikabel und auch händelbar. Ja. Und ja. Ja. Und nachdem dieses System, diese Vorstellungen auch der Amerikaner in das diagnostische System, in die Diagnosenliste, das Diagnostical and Statistical Manual der EPA eingedrungen ist und von ihm auch von der International Classification of Diseases übernommen wurde, haben wir das natürlich gegenwärtig. Und solche schlampigen, unfundierten Diagnosen, wie sie der vorhin angesprochene Gustl Mollat aufs Auge gedrückt bekommen hat, oder die ebenso erwähnte Frau Kowalewski, die Polizistin, die Polizistin und Herr Schmenger und Herr Hamann. Das sind alles Abkömmlinge aus dieser Denkgewohnheit, die sich von daher auch in die psychiatrischen Gehirne eingefressen hat. Das, was bei Freud ganz am Anfang steht und was sich hier irgendwie fast wie so ein roter Faden durchzieht und möglicherweise auch die ja, Begeisterung in den USA zur Folge gehabt hat, ist das Thema Sexualität. Das ganz offensichtlich, also habe ich jetzt den Eindruck, auf diesem Ticket zu fahren, auch nochmal so eine Mischung aus, ja, es ist irgendwie anrüchig, es ist schlüpfrig, es ist und damit irgendwie auch geheimnisvoll oder was auch immer, mhm. dass alles das, was sich um das Thema Sexualität dreht, nochmal eine besondere Attraktivität hat und dass dieses Ticket so ist es. Auch nochmal ja. richtig geholfen hat. Natürlich, das war von in Amerika so. Ja. Und das natürlich hat auch nach 1945 hierzulande der Freudschen Bewegung Auftrieb gegeben. Kundschaft. Ja. Natürlich. Du hast darauf hingewiesen, dass die Entwicklung, also ich meine, wir haben ja relativ früh, du hast auf 1913 hingewiesen, ein vernichtendes Votum der Psychiater im ja. Kaiserreich und in ja. Österreich-Ungarn oder in dem Fall in
in beiden Kaiserreichen ein vernichtendes Urteil über diese Pseudolehren. Jetzt hat sich das Ganze, hat er irgendwie die Brücke bis 33 überbrücken müssen, ohne dass es eine wirkliche Anerkennung gegeben hat. Dann kam der Schub durch das NS-System, was, und dann die Möglichkeit, eben auf diesem Ticket zu fahren, mit all den persönlichen schlimmen Erfahrungen, die er natürlich gemacht hat, gar keine Frage. Und damit war natürlich nach 1945 auch klar, dass die Apologeten und Jünger, die mit ihm auch ausreisen mussten, aus genau denselben Gründen, ab dem Zeitpunkt dann die politische Landschaft natürlich hier bestimmt haben und gleichzeitig auch diesen, dieses politische Herrschaftsinstrument begriffen haben. Denn wenn du sagst, es war schon nicht selten so, dass er seine Kritiker in einer Weise angegangen ist, liegt da ja auch eine Wurzel zu sagen, wer sich damit kritisch auseinandersetzt, ist selbst schon böse. So ist es. So, der macht sich schon böse oder ist tickt nicht mehr richtig. Ne? Ja. Das ist die Wurzel des Psychiatriemissbrauchs, den wir da heute haben. Ja. Und das, was damit einhergeht, du hast dieses Manual angesprochen und wenn man sich da anschaut, diese veröffentlichen über diese Mental Disorders, die es über die Jahre gibt. Wenn ich mir das erste Kompendium anschaue und das jüngste, das explodiert ja, was therapiebedürftige Erkrankungen betrifft. Richtig. Also das ist schon krass, wie krank die Menschheit, wenn man das daran mäße, in diesem einen Jahrhundert geworden ist. Freud selbst hat ja gesagt, er hätte die ganze Menschheit im Grunde zum Patienten. Ja. Also wenn man die von der Bundesregierung hört, es sei ein Drittel der Bevölkerung psychisch krank, verkündet schon zur Zeit der sozialliberalen Koalition von 1968, 69, da war Freud von Anfang an noch großzügiger. Also ist eigentlich klar, dass jedermann seiner Dienste bedürftig wäre, wie viel es auch kostet und ob es jeder leisten kann und jeder Lust hat auch darauf, das steht dahin. Aber das Ganze hat politische Schubkraft. Es wird eben gefördert, es wird finanziert. Die Leute werden direkt hingetrieben. Es ist ja nicht nur so, also ja, gefördert, finanziert, alles klar. Das, was du aber hier beschreibst und was hier deutlich wird, ist in dem Moment, wo derjenige, der sich kritisch mit einer solchen Pseudolehre auseinandersetzt, entweder selber nicht richtig tickt oder Antisemit ist, da kann ich mir dann aussuchen, was ich dann lieber bin oder lieber haben möchte, dann ist das ein probates Herrschaftsmittel. Das wird hier deutlich, weil ich Menschen dann letztendlich nur psychiatrisieren muss, um Dinge zu verhindern, zu unterdrücken, zur Seite zu schieben, zu vertuschen, wie auch immer. Ja. Und da ist das natürlich, da ist dem Missbrauch Tor und Tür geöffnet. Die Freud'sche Lehre ist ein entscheidender Anteil der ganzen 68er-Bewegung. Der sogenannte Neomarxismus ist de facto immer Freud-Marxismus. Mitscherlich. Gewesen. Ja. Ja, Mitscherlich. Der oder Habermas genauso. Natürlich. Ja, ja. Ja. Mitscherlich hat ja unterstellt, wer an Freud zweifelt, der müsse sich zuerst einmal befragen, ob er nicht auf antisemitische Vorbehalte nur rekurriert. Also eine schamlose Unterstellung, die eigentlich ein internationales Publikum von Gelehrten versucht zu desavouieren. Ja. Ja. Ja, es ist eine politische Waffe.
Ja. Das ist ja nun ungeheuer praktisch, wenn ich einen Gegner habe, der sich mit mir oder mit meinen Aussagen wissenschaftlich auseinandersetzt. Und wenn dann die Basis so dürftig ist, dass es nicht einen einzigen Heilerfolg gibt in der Zeit, in der Freud die Lehre entwickelt hat und gleichzeitig als Therapeut unterwegs war und es nicht einen nachweisbaren Heilerfolg gibt, wenn also die Lehre so dürftig ist, dann ist es natürlich total praktisch zu sagen, ja, wer das anzweifelt, der ist entweder politisch anrüchig oder hat eine Klatsche. Also, ja. Und damit wird er natürlich auch für ein politisches System total brauchbar. Das ist natürlich großartig. Ja. Wenn ich dann auf die Art und Weise eine fachärztliche Branche einsetzen kann, um unliebsame Leute zu beseitigen. Das ist richtig. Aber dieses System, das sich dann in die 68er-Bewegung fortgesetzt hat, das ist ja nun die dominierende Geisteshaltung, die unserem ganzen Staatswesen zugrunde liegt. Also höchste Zeit mal, dass wir ausführlich darüber sprechen, denn eine wirkliche Auseinandersetzung mit diesem Gedankengebäude hat es ja über die ganzen Jahrzehnte seit 1945 nicht mehr gegeben, war nicht möglich. Jede Diskussion wurde auf besagte Art und Weise unterdrückt. Ich habe das selbst frühzeitig kennengelernt, als ich 1977 auf dem Deutschen Ärztetag nur einen Wirksamkeitsnachweis für die Analyse gefordert habe, da wurde ich von meinen lieben Kollegen ausgebuht und ausgepfiffen. Die 68er steckten damals schon oder hatten damals schon die Gesamtheit der deutschen Ärztedelegierten in ihrer Tasche. Mhm. Ja. Wobei das an sich ja nur ein komplettes Armutszeugnis für eine sogenannte Wissenschaft ist. Wenn ich einen wissenschaftlichen Nachweis forsche, erfordere, und ist das ja nun das legitimste Basics, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und wenn man da dann schon angegriffen wird und hinterfragt wird, ob das eine gute Geschichte ist, zeigt es letztendlich ja nur das schlechte Gewissen und das Wissen darob, dass mit einem solchen Wissenschaftlichkeitsnachweis das Ganze sich als ein Schwindel herausstellen würde, was es faktisch ist. Ja. Merkwürdigerweise hat es damals die Gesamtheit der Ärzteschaft, die Vertretung der Ärzteschaft nicht gestört und stört sie auch heute nicht. Denn sie praktizieren es ja fort. Das muss jeder, der sich darauf beruht und der, dementsprechend Patienten hat und für sie verantwortlich ist, also sich mit seinem Gewissen selber ausmachen. Das Einzige, was man dann nur hoffen kann, ist, dass es unabhängig von einer Pseudolehre wenigstens der Therapeut noch ein guter Gesprächspartner, ein guter Zuhörer ist. Ja. Wenn das der Fall ist, dann ist da sicherlich eine Gesprächsmöglichkeit gegeben und auch eine Hilfestellung gegeben. Hat zwar mit den Lehren nichts zu tun, hat auch mit einer Heilung nichts zu tun, aber es lindert sicherlich einfach, weil mal jemand einfach zuhört. Ja. Das kann man dann dem Patienten wünschen. Gibt es denn das, was ich da natürlich dann sofort als Frage auftut, in dem Bereich Psychiatrie, im Bereich der Erkundung dem wissenschaftlichen Befassen mit seelischen Erkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, Alternativforscher, wo man sagt, also, denn das vermute ich mal, geht ja damit einher, wenn es die eine Lehre als sakrosankt, also wie ein Religionsgebäude, nicht hinterfragt werden durfte, gibt es ja vielleicht den einen oder anderen Ketzer, der Dinge erforscht und entwickelt hat, bei dem sich dann das Hinschauen angesichts der Schwindelwissenschaft auf der einen Seite doppelt und dreifach lohnen würde. Fällt dir da jemand ein? Ja, es kam früh auch in den angelsächsischen Ländern
eine Alternative zum Vorschein, die Verhaltenstherapie, die sich kritisch mit Freud ja. befasste, aber von der letzten Endes und behauptet auch, es gäbe bei ihr bessere Therapieerfolge, aber irgendwie hat sie sich mit der Analyse sehr wohl arrangiert und kommen die beiden gut miteinander aus und haben einander eigentlich nicht zu viel auszusetzen. Ja. Man muss ja auch sagen, auch in Amerika hat sich ja auch früh, schon in den 70er Jahren, eine sehr kritische Bewegung, Gegenbewegung zu Freud herausgebildet, die ihn durch und durch als Scharlatan ausgewiesen hat. Aber irgendwie blieb auch die seltsam ineffizient. Die Wortführer dieser Kritik etwas sagen, die Analyse fände in Amerika unter den jungen Psychiatern kaum mehr Nachfolger, die Ausbildungsinstitute liefen leer, also es sei ein Auslaufmodell, aber gleichwohl besteht die Analyse fort und wird eben kaschiert unter der Vorgabe von Symptomen, doch als relevantes, wichtiges Element psychiatrischer Therapie fortgeführt und auch bei den deutschen Psychiatern, den Experten in vielen Ländern, gilt Freud nach wie vor als einer der führenden und wichtigsten Geister, die an jedem Fall immer zu beachten sind. Mhm. Also in kaschierter Weise, man hat ihn gut kaschiert, aber er ist nach wie vor oben auf und ein geistiger Führer. Ja. Bis heute. Du hast ganz am Anfang angesprochen die konkreten Missbrauchsfälle. Du hast den Fall Mollert angesprochen, ja. bei dem das ja so richtig hochkochte. Vielleicht da nochmal zur Erinnerung oder zum Verständnis. Das Gutachten, was ihm im Prinzip psychiatrisiert und dann dazu geführt hat, dass er weggeschlossen wurde. Was war denn da die sogenannte wissenschaftliche Basis? Dann würde mich auch interessieren, wie das nachher weitergegangen ist, aber das machen wir gleich. Ja. Was war da denn die, die Basis, dass man ihn da aus dem Verkehr hat ziehen können? Ja, es war schlicht skandalös, es war überhaupt keine Basis. Im Grunde genommen, der Gutachter hat ja nicht einmal zur Kenntnis genommen, dass die Anklagen, die Mollert gegen seine Frau gerichtet hat, der Tatsache entsprochen haben. Er hat der Frau vorgeworfen, dass sie illegale Geldverschiebungen vornimmt. Ja. Und das Mindeste wäre ja gewesen, dass er sich erkundigt und nachprüft, ob denn da etwas dran war an dieser Anklage. Er hat das von vornherein als wahnhaft angenommen und hat so allerlei Nebensächlichkeiten, wie er Tee trinkt oder dass er sich nicht waschen will, weil er Kernseife verlangt hat, als psychische Auffälligkeit, als Krankheitssymptom gewertet. Oh. In diesem Stil ging die Diagnostik und diese Nachlässigkeit, Schlamperei des Diagnostizierens, glaube ich, ist eine Folge. Schon eine der Folgen, die aus dieser freudschen Schlamperei des Diagnostizierens hervorgegangen ist oder sich daraus entwickelt also hat. Also du bist da sehr höflich, indem du von Schlamperei sprichst, aber wenn es darum geht, eine konkrete Sachaussage in den Bereich Wahnvorstellung oder in den Bereich Wirklichkeit unterscheiden zu müssen und auf der Schublade Wahnvorstellungen dann mir noch 10 weitere ja? Geschichten einfallen müssen, damit das auch alles dann dazu passt. Ja? Das ist schon Vorsatz.
Denn das hätte jemand nachprüfen, nicht nur können, sondern vor allen Dingen auch nachprüfen müssen, ob diese Wahnvorstellung existiert oder ob es der Wahrheit entsteht. Ja? Und wenn sie diese Aussage oder dieser Vorwurf der Wahrheit entspricht, dann ist auch das Nutzen von Kernseife nicht der Hinweis auf eine psychische Störung. Ja. Also, das Tollste passiert ja noch kürzlich erst beim Wiederaufnahmeverfahren, das es ja gegeben hat. Das wollte ich nämlich fragen, wie es weitergegangen ist, genau. 2014 jetzt, in Regensburg. Ich habe ja gegen das erste Gutachten Stellung genommen durch eine Begutachtung, die ich selbst 2011 durchgeführt habe. Mollatz saß damals noch in der Klapse in Bayreuth. Ich konnte ihn als gesund und ungefährlich nachweisen, das Gutachten. Aber meine Gutachten genießen bei Gericht sonst hohe Anerkennung. Und in dem Fall hat meine Expertise sogar das Bundesverfassungsgericht, was selten vorkommt, in hoch gewürdigt. Aber der Bayreuther Vollstreckungsrichter hat es 2011 schnottrig vom Tisch gewischt und hat Gustl Mollat damit 2 Jahre weiter schmoren lassen, rechtswidrig. Denn nach BGH-Urteilen ist ein Richter gehalten, auch ein Parteigutachten sorgfältig zu prüfen, wie ich es vorgelegt habe. Und 2014 beim Wiederaufnahmeverfahren tat man wieder, als gäbe es das Weinbergische Gutachten nicht, und tat so, als bräuchte es deshalb eine neue Begutachtung und bestellte dazu den Münchner Forensiker Nedopil, der Gustl Mollat nur beobachtete, ihn in seiner eigenen Verteidigung behinderte und zu guter Letzt in einer waghalsigen Konstruktion ihm noch für einen Zeitpunkt 15 Jahre vor dem eine geistige Störung, eine Momentpsychose sozusagen, andichtete und ihn damit für diesen Zeitpunkt für schuldunfähig erklärte. Und das ganze Land hat mitgemacht. Nur aufgrund einer Beobachtung, ohne eines Gespräches? Ohne eines Gesprächs. Mollat hat ja ein Gespräch mit ihm aus gutem Grund verweigert. Und das ganze Land machte mit und die Presse schwenkt um aufs ganze Land und vor allem natürlich sein Verteidiger macht mit. Das war damals der Herr Strate aus Hamburg, ehemals ein Anführer und Sprecher eines maoistischen Studentenverbands und seitdem ein bekennender 68er. Warum hat er überhaupt die Verteidigung von Gustl Mollat übernommen? Also er selbst sagt, weil ihm das natürlich viel Renommee einbrachte. Der Fall war ja in aller Munde. Und deswegen hätte er es umsonst gemacht. Und Mollat war natürlich bei diesem Angebot gehalten, dieses Angebot anzunehmen. Wer sonst, wie hätte er sonst einen gewiegten Verteidiger finden sollen? Und bezahlen natürlich auch. Und bezahlen sollen. Ja. Und so kam Strate da ins Rennen hinein. Aber er hat ihn von Anfang an seine Verteidigung auch limitiert. Mollat wollte unter anderem mich als Zeugen vor Gericht hören. Strate hat das von vornherein abgeblockt. Er wollte natürlich in keiner Weise, dass die
68er Psychiatrie, einschließlich des Herrn Nedopil, fachlich hinterfragt würde. Und Mollert hat mit gutem Grund zuletzt auch festgestellt, dass Strate selbst Teil des ganzen Systems war, das dagegen ihm gelaufen ist. Denn mit Nedopils Verteidigung waren ja auf einen Schlag alle weiß gewaschen, die in den Skandal vor dem verwickelt waren. Richter, Staatsanwälte. Aufgrund dieser Momentpsychose. Der Momentpsychose, ja. Natürlich. Ja. Damit hatten alle einen gewissen Grund, warum sie damals so gegen Mollert agiert haben, einschließlich der CSU-Ministerin Frau Merck. Also was? Viele Unterstützer von Mollert kippten damit um und schlugen sich auf die Seite des Herrn Strate. Des Herrn Strate, dem heute ja selbst in einer anderen peinlichen Angelegenheit ein Ermittlungsverfahren anhängt. Also was hier deutlich wird, und das ist, glaube ich, das, weswegen man sich da gar nicht kritisch genug mit auseinandersetzen kann, ist der politische Missbrauch bei diesem ganzen System, ja. Was auf ein System, das auf einer rein spekulativen Pseudowissenschaft fußt und von dieser Basis her sich ja auch nur mit Diffamierung und Diskreditierung und Kriminalisierung verteidigen kann. Anders geht es ja gar nicht. Ja, so in dem Moment, wo ich wissenschaftlichen Bullshit als mein Fundament habe, habe ich natürlich dann das Problem, dass ich mich wehren muss, wenn dann irgendwelche Sachargumente kommen oder echte Fakten auf den Tisch des Hauses gelegt werden. Und das geht wiederum dann nur, indem ich diejenigen, die das bringen, kriminalisiere. Ja. Und das ist dann in der politischen Konsequenz natürlich ein unglaublich spannendes und interessantes Instrument für staatlichen und politischen Missbrauch. Das ist richtig. Klar, weil die Fakten ausgehebelt sind. Nicht umsonst diffamiert Strate in seinem dann von einer Ghostwriterin geschriebenen Buch zum Fall Mollert auch mich als Gutachter, der ich da für Mollert tätig war und letzten Endes mit einer derjenigen waren, die ihn zumindest zu seiner Freiheit verholfen haben, durch mein Gutachten, wenn auch verzögert, erst 2 Jahre später irgendwo, hat ja das Gutachten beigetragen, dass dann die Presse, die Nürnberger Nachrichten, Herr Kasparowitsch, zündend Artikel geschrieben, seinen Fall bekannt gemacht haben und damit die ganze Empörung aufkam, die in deren Ende Mollert dann im August 2013 freigekommen ist. Ohne die wünschenswerte Generaldebatte über die falschen Lehren an sich. Richtig. Das wäre natürlich dann spannend gewesen, wobei Respekt vor den Nürnberger Nachrichten, gar keine Frage. Eine der wenigen Zeitungen auch mit einer großen Tradition in diesem Land, einer großen unabhängigen Tradition, wenn ich so an die Anfänge nach dem Krieg denke, ganz wichtige, großartige Zeitschrift, also in der Tat, und sich abhebend schon damals auch von dem klassischen Mainstream, aber man hätte natürlich das Thema Mollert zum Anlass nehmen müssen, um zu sagen, jetzt gucken wir uns mal das ganze Fundament an, auf dessen Basis das passierte. Und er da wurde von den Medien generell abgeblockt. Ja. Wenn, das war jetzt vorhin so ein bisschen meine Frage, wenn du dich mit ihm befasst hast, wenn du mit ihm geredet hast, wenn du ein Gutachten gemacht hast, was sind denn deine Fundamente? Was ist denn das, wovon du jetzt ich sag mal, basismäßig ausgehst, wenn du einen solchen Fall auf den Tisch gelegt bekommst, was sind da so die Eckpfeiler, nach denen ein solches Gutachten entsteht? Also wie sollte man es denn machen? Das ist schlicht und einfach die
klassische wissenschaftliche Psychiatrie, wie sie sich über letzten Endes 100 Jahre, 200 Jahre entwickelt hat, von den führenden Geistern entwickelt, nämlich in beschreibender Weise, phänomenologisch sagt man dazu, die Symptome registriert, neutral feststellt und auf diese Art und Weise kam ein Lehrgebäude zustande, das immerhin über viele Jahre eine gültige psychiatrische Diagnostik ermöglicht hat. Sie kam meines Erachtens erst jetzt in den letzten Jahrzehnten so ins Schleudern durch diese unkritische, willkürliche Ausweitung, die sich hinter Symptomen verbirgt, aber in Wirklichkeit freudsche Willkür fortsetzt. Ja. Also es gibt die Alternative, auch in die, das ist das, was mir wichtig ist, in diesem Bereich. Es gibt diese Alternative, ja. Es gibt auch die wissenschaftlichen Fundamente. Richtig. Diese ganze Branche oder dieser ganze Teil des Medizinbetriebes käme komplett ohne die Psychoanalyse aus. Das kann man sagen, ja, natürlich. Das eigentliche Gerüst der Psychiatrie ist diese Phänomenologie, das Erkennen unter vorgehaltener Hand, auch die Amerikaner immer noch an und das ist immer noch, oder es wird so getan, als sei das immer noch das Gerüst auch der angesprochenen diagnostischen Manuale, DSM wie ICD. Aber man hat eben gleichzeitig so in politischen Fällen sozusagen in der Hinterhand die Politdiagnostik, die sich etwa auf Freud berufen kann, wie es dann geschehen ist in diesen besagten Fällen, Mollard, Kowalewski, Schmenger. Hm. Da kann, ja. Jetzt könnte jemand... Und sicher in vielen anderen Fällen auch passiert, das wissen wir. Die meisten Fälle bleiben ja unbekannt. Dass ich drei so eklatante Fälle selbst vor mir hatte und dazu auch sprechen konnte und wirklich dem Unrecht diametral entgegentreten konnte, ja, das war eigentlich ein Zufall, eine glückliche Verkettung dadurch, dass einer dieser Begutachtenden meine Adresse auch dem Nächsten weitergegeben hat. Ja. Das ist das, was ihr auch in und du in der Fortsetzung des Gründers in eurer Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie auch betreibt. Also den alten klassischen medizinischen ärztlichen Qualitätsanspruch auch dort zu leben und da eben darauf hinzuschauen, dass es dass das Thema Ethik im ärztlichen Denken nicht in Vergessenheit geraten darf. Richtig. Das ist die Wurzel und das ist das eigentliche Anliegen, dass wir in dieser Vereinigung von Walter von Baeyer, dem Ordinarius in Heidelberg, her fortführen. Wenn dir jetzt jemand vorhalten würde oder als Antwort sagen würde, wenn wir uns diese Fälle, die du angesprochen hast, die sich bei dir wie in einem Brennglas gebündelt haben, sodass du dann gleich in mehreren prominenten Fällen zu Rate gezogen wurdest und auch etwas zu der Lösung beitragen konntest, wenn man da jetzt sagen würde, naja gut, also das mit Herrn Freud können wir irgendwo zwar, was die Schlampigkeit betrifft, verstehen, aber nun hat ja niemand den Gustl Mollard aufgrund eines Ödipus-Komplexes verurteilt. Was würdest du antworten? Also die Verbindung zwischen dem, was ihm und was der Polizistin und was den Frankfurter Steuerfahndern und anderen passiert ist und wo wir in der Tat nur von der Spitze des Eisbergs reden, das sollte vielleicht auch nochmal unterstrichen und betont werden und was keine Spezialität eines
Unrechtssystems wie Sowjetunion oder DDR gewesen ist, sondern der BRD ganz genauso stattfindet. Was würdest du denen sagen? Sagen, ja, also einen direkten Kausalzusammenhang können sie hier doch nicht nachweisen. Was würdest du denen sagen? Wo liegt die tiefe Verbindung? Der kausale Zusammenhang besteht in der Auflockerung des logischen Denkens in der Psychiatrie, der damit durch das Überhandnehmen der Freud'schen Schwärmerei in die Psychiatrie hinein zustande gekommen okay. ist. Also es ist ein, wenn man so will, wissenschaftstheoretischer Ansatz oder pseudowissenschaftstheoretischer Ansatz, eine Methodik, die nicht auf einer Reproduzierbarkeit, an das, was man sonst an Anforderungen an wissenschaftlichen Denken, an Logik und so weiter als Messlatte anlegt, das ist alles verlassen. Ja. Wir sind im spekulativen Bereich. Du hast das, ich muss das nochmal aufgreifen, dieses herrliche Beispiel von diesem, also auch Pseudowissenschaftler, der dann das Nutzen von Kernseife als eine Verhaltensauffälligkeit wahrnimmt, da kannst du natürlich... Das nicht waschen, wegen fehlender Kernseife, so ist es. Gustl, es gibt eine ganze Menge von Leuten, die große Anhänger von Kernseifen sind und die ich deswegen nicht in die Klapse stecken muss, weil sie sagen, wir werden mit den klassischen Waschmitteln, Duschgels und so weiter nur vergiftet. Und das kann man richtig gut belegen. Ja. Also da, über den Punkt brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Den als auffällig hinzustellen, ist völlig abstrus. Ja, so ist es. Aber also ich verstehe das jetzt. Es ist dieses... diese Wissenschaftsmethodik, gewisse Basisdinge zu verlassen, im Spekulativen, im Find-ich-doof-Bereich quasi zu agieren und daraufhin dann sich Gutachten zusammenzuprügeln. Ja. Das ist die Katastrophe. Das ist eine Schlamperei, eben, die damit in die Seelenwissenschaft eingerissen ist. Wir haben angesprochen vorhin, du hast das so schön mit der Handbewegung auch gezeigt, die Explosion der Dismental Orders, also der psychischen Erkrankungen, die in dem amerikanischen Handbuch der Fachgesellschaft als dünnes Büchlein, inzwischen dicken Band, herausgegeben wird. Es ging durch die Medien, dass man im Rahmen dieses Handbuches auch so eine Art, wie diese Formulierung werde ich nie vergessen, ist eine herrliche, ein Aufsässigkeitstrotzsymptom gegenüber der Obrigkeit als eine psychiatrische Erkrankung mit aufnehmen wollte. Was ich jetzt nicht weiß, ob das nun funktioniert hat oder ob das erstmal noch im Planungsstand ist, aber was damit deutlich wird, ist natürlich, damit wird dem Missbrauch, dem politischen Missbrauch auch einer ganzen Branche natürlich die kompletten Türen aufgemacht. Denn wenn das einmal wirklich eine psychiatrische Erkrankung ist, kann ich jeden unliebsamen Geist wegschließen. Ja, das ist so unsere Befürchtung. Das ist mit der Grund, warum wir uns dagegen in dieser Vereinigung dagegen auflehnen. Ja. Sicher, es sind jetzt wohl eher Einzelfälle. Wir wissen es freilich nicht, wie viele andere Fälle uns gar nicht bekannt sind. Aber hoffen wir, dass es noch kein Massenphänomen geworden ist. Wichtig ist einfach, und ich glaube, das ist auch der, oder da bin ich sicher, der Sinn und den Anstoß, den wir auf die Art und Weise geben wollen, sich extrem kritisch mit den sogenannten Lehren von Freud auseinanderzusetzen und den Psychiatern, ich sag mal, zuzurufen, dass sie eine Verantwortung gegenüber den Menschen haben, den Patienten haben und dass sie nicht eine Pseudolehre totreiten und dass sie auch nicht die Aufgabe haben, möglichst viele Patientenkontakte, sondern letztendlich geht es um
das Wohl und das Weh des Patienten. Ja. Und wichtig ist nur, das wäre jetzt meine letzte Frage, wenn ich in diese Mühlen reinkomme, kann ich mit einer Art Patientenverfügung, kann ich da etwas, kann ich da irgendwie vorbauen? Ist das, oder wenn ich in der Mühle drin bin, dann kann ich nur hoffen, dass es jemanden wie dich gibt, der dann einem zur Seite steht. Kann ich mich als Mensch da in irgendeiner Weise schützen? Ja, die PAD-Verfü, abgekürzt, gilt da als eine Vorkehrmethode. Ist es sicher mitunter, aber ob wirklich greifend, in jedem Fall greifend, dazu habe ich auch keinen rechten Überblick, weiß ich nicht. Also es kann nichts schaden, kann nichts schaden. Aber es ist sicherlich etwas, bei dem man in der Tat aufpassen muss, denn das kann dann oft schneller passieren, als einem dann lieb ist. Und ich meine, wie der Fall Mollert beweist, dass er hier den herrschenden, also einem kriminellen System, dem er auf die Spur gekommen ist, das er angesprochen hat und in dem natürlich mehrere handelnde Figuren involviert waren, auf die Konsequenz dann war, dass jemand dann gerade mal 7 Jahre schlicht und ergreifend weggeschlossen wird. Ja, und sogar jetzt im Wiederaufnahmeverfahren, das ja das Recht wiederherstellen sollte, eigentlich erneut das Gleiche passiert ist. Ja. Ihn wieder unrechtmäßig verheizt hat, ihn als Gewalttäter und als Irren aus dem Rennen gehen ließ, durch das Zusammenspiel aller vorhandenen. Aller beteiligten Seiten. Aller Beteiligten. Ja, ja. Auf seine Kosten, zwar mit dem charmanten Gesamttrick, ihn für eine Momentpsychose dann für unrechnungsfähig zu erklären, unzurechnungsfähig zu erklären, damit ihn für heute nicht mehr belangen zu können. Damit ist er ja außen, ist er also was die Strafbarkeit betrifft, außen vor. Er muss auch nicht mehr weggeschlossen werden. Ja. Aber er hat natürlich den Makel weg. Den Makel und weg. Alle anderen sind weiß gewaschen. So ist es. Genialer Gesamttrick. Das toll, ist natürlich. Ja. Ja. Und da haben sich dann, da haben wirklich, wirklich keine Krähe der anderen, auch nur ein Federchen so von Augenbrauen, so gar nicht zu reden, ausgezupft. Ja, ja. Ein weites Feld und es gehört auch mit eurer Gesellschaft und der Hartnäckigkeit seit vielen Jahren, die ihr das, Jahre. 40 Jahren, vielen Jahrzehnten inzwischen sogar, ihr betreibt viel, viel Mut dazu und viel Durchhaltevermögen, hier gegen den Strom zu schwimmen. Aber du tust das natürlich auch als jemand, der für die Kollegen und für die eigene Branche eine Lanze brechen möchte. Und auch brechen will. Du reitest, machst hier also eine Vorreiter, übernimmst eine Vorreiterrolle für eine gesamte Branche. Das werden die dir nicht unbedingt danken, aber es ist wichtig, dass das passiert und dass das gemacht wird. Und es gibt auch sicherlich nicht so furchtbar viele publizistische Unterstützung, die du in dem Bereich hast. Einige wenige Publikationen, die sich damit auseinandersetzen, auch mit Freud kritisch auseinandersetzen, wird man finden, wahrscheinlich eher im englischsprachigen als im deutschsprachigen Bereich, oder? Wie sieht das da aus? Hast du auch gibt es auch im deutschsprachigen Bereich Brauchbares, was einfach diese Wissenschaft etwas auseinandernimmt? Ja, schon. Also das stattlichste Buch in der Richtung, das ist schon 1984 erschienen. Das war Dieter E. Zimmer, Tiefenschwindel. Der Autor beschrieb darin auch all die Gehässigkeiten, die ihn auf frühere Kritiken schon erreicht haben. Gleiche Wortmeldungen, wie sie reichlich auch jetzt uns immer wieder begegnen. Er ist übrigens ein Wissenschaftsjournalist, dessen Namen man sich merken sollte, weil er
nicht nur sich mit Freud, sondern auch mit anderen Bereichen der Sozialforschung befasst hat. Ein großartiger Publizist und jemand, dessen Bücher und dessen Publikationen nur unisono empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist. Ich bekam keine Rückmeldung von ihm, auch andere aus meinem Kreis nicht. Ich habe zum Glück auch Kollegen und wenige Psychologen, die sich in meiner Richtung engagieren. Ja. Und wir haben ja auch international Kontakte, die auf der einen Seite hoffnungsvoll stimmen, auf der anderen Seite natürlich auch oft zu wünschen übrig lassen, also nicht so rege sind, wie wir es gerne hätten. Aber so ist das halt. Trotzdem, um einen positiven Blick nach vorne zu richten, es hat immer wieder Pseudowissenschaften gegeben in der Geschichte der Menschheit. Ich mache das jetzt mal etwas größer, die sich dann irgendwann als überholt herausgestellt haben. Das dauert manchmal länger, manchmal geht es schneller, aber auch da kann man, wichtig ist, dass man einen Beitrag dazu geleistet hat, diesen in dem Fall medizinischen Bereich wieder auf den Boden wissenschaftlicher Erkenntnisse zurückzuführen. Und irgendwann wird es dir die Forschung und die Wissenschaft auch danken, diese Vorreitertätigkeit geleistet zu haben. Das kann noch was dauern, aber vielleicht ist es, geht's, manchmal passieren solche Dinge auch sehr viel schneller, als man glaubt. Und dann ist eben die Psychoanalyse, das, wie Dieter jetzt immer so schön geschrieben hat, eben als Tiefenschwindel entlarvt. Und man kann das Thema auch komplett zu den Akten legen. Ich hoffe, unser Interview bei Querdenken TV stellt einen solchen Beitrag dazu dar. Ja, deswegen machen wir das. Gut. Friedrich, ich danke dir ganz herzlich auch für den Einblick und für den Mut, ein solches Thema anzugehen. Ich weiß, dass wir da durchaus auch die klassische Prügel bekommen, aber das ist nicht das Problem und nicht das Thema. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite der schon erwähnten Gesellschaft für Ethik in der Psychiatrie ein mit Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, mit Publikationen, mit regelmäßigen Informationen, der Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen und auf die Art und Weise kontinuierlich auf dem Laufenden gehalten zu werden, was hier in diesem Bereich schiefläuft und wie es richtig laufen könnte. Eine absolute Vorreiterinstitution und Gesellschaft in diesem Bereich, und vielleicht könnt ihr auch in der einen oder anderen Form hier Unterstützung leisten. Hier lohnt es sich wirklich, hier ist das etwas, was uns insgesamt vorantreibt. In diesem Sinne, ein schwieriges Thema, aber ein klares Fazit, um es mit Dieter Zimmer zu sagen, wenn wir hier von einem Tiefenschwindel sprechen, was die Lehren von Freud betrifft, und wir werden irgendwann mal den Status haben, wo wir sagen, vergesst Freud, das hat uns nicht vorangetrieben. Er hat seine Show gehabt, er hat sein Jahrhundert gehabt, aber nun ist auch wirklich gut. Es geht um die Menschen, es geht um deren Krankheiten und um deren im Zweifelsfalle seelischen Probleme, die anders gelöst werden als mit einer spekulativen Schwindelwissenschaft. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.